So, hallöchen, liebe Freunde der Nacht. Willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Eine Folge, die ich eigentlich gar nicht aufnehmen wollte. Ich wollte ja erst wieder ab Nacht 40 aufnehmen. Aber wir haben jetzt so viel geändert. Und dachte ich mir, komm, ich nehme euch einfach mit in die Nacht 38. Ich bin jetzt hier gerade dabei, noch ein bisschen Stein zu farmen. Lauf aber schon wieder nach Hause, weil wir müssen auch nochmal die Fallen durchgehen, ob die alle repariert sind, ob sie weitgehend geladen sind. Ich habe noch ein bisschen Fleisch. Hab noch ein bisschen Fleisch eingepackt, dass ich nicht verhungere. Ich könnte auch nochmal 3-4 Äste mitnehmen. Wenn ich eh schon mal hier so viel Strüpp habe. Okay, dich Blödmann will ich nicht. So, komm, euch nehme ich auch noch mit. So. Auf dich habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Wie auch immer du bist. Aber da auch Eisen drin, bestimmt. Wo bin ich denn? Da muss ich lang. So, ich bin doch weiter gelaufen, wie ich eigentlich ursprünglich wollte. Sehe ich gerade. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Licht in der Base gebaut. Da kommen wir mal schon mal durch. Nehme ich die auch noch mit. Wir dürften ja nicht mehr weit haben bis nach Hause. So, ich glaube, da hinten sehe ich es schon. Wir haben jetzt fast Tageslicht in der Base. Mal gucken, in Kürze will ich auch mal so ein bisschen drumrum Licht aufstellen, so auf den Dächern von den anderen Häusern. Dass wir auch hier ein bisschen mehr Licht haben, ein bisschen mehr sehen. Zur Nacht 40 vor allem will ich das machen, also quasi ringsrum bei der Häuser möchte ich noch Lampen oben drauf setzen. In der Hoffnung, man sieht ein klein wenig mehr. Da vorne ist es schon, man sieht schon die Sonne aufgehen am Horizont. So, komm. Ich glaube, die Steine nehme ich auch noch mit. Wir haben noch keine 23 Uhr, das heißt, es sollte normalerweise reichen. Ich müsste jetzt auch theoretisch genug Steine haben, die ganzen Katapulte voll zu bekommen. Auf Strom haben wir sie hier alle gesetzt. Oder unter Strom. Ich nehme ich auch noch mit. So. Wir müssen auch noch die ganzen Windmühlen da reparieren. So, jetzt gehen wir mal schnieke geradeaus Richtung Kugeln. So, da sind wir schon. Einmal bitte sortieren und dann mal Katapultsteine. So, machen wir 20. So, komm, machen wir mal voll. So, weil wir haben da oben noch welche, die noch ein bisschen Futter vertragen könnten. Der ist voll. Der ist voll. Der ist voll. Die mache ich voll. So, und der müsste genau für die Riesen noch. Noch habe ich die mit dem Mörser angeknibbelt da vorne. Aber das werden wir dann auch in Kürze ändern. Dass die Mörser alleine auf die Big Zombies gehen. Und so, für alles wird es nicht reichen da unten, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. So, dann laden wir mal zuerst die hier. Hat mal jemand probiert, ob die auch ohne Strom schießen? Hat das mal jemand probiert? Würde mich nämlich mal interessieren.
Na, die Steine, die ich jetzt eben verbaut habe, das sind die, die ich jetzt innerhalb von nicht mal 10 Minuten, Viertelstunde gefarmt habe. Also Steine ist wesentlich schneller besorgt wie die blöden Ballista-Bolzen. Und ich muss unbedingt hier vorne so eine blöde Leiter hinbauen, dass ich nicht ständig da außen rumlaufen muss. So, du bist voll. Dich mache ich jetzt noch geschwind voll. So, komm, zack, zack. Du warst jetzt voll. Nee, noch immer nicht. Jetzt aber. Müssen wir nochmal hoch. Also nächste Folge, also bis spätestens Nacht 40 habe ich da eine Treppe hoch. Weil es doch schon sehr, sehr nervig ist, ne? Hier ständig außen rumzulaufen. Vor allem, wenn die Zeit knapp ist, ne? So, dann nehmen wir nochmal hier, zack. Ich hätte ja auch die Hälfte von der Müll da rauswerfen können. So. So, du warst jetzt voll. Jetzt machen wir da mal noch so die Hälfte etwa rein. Dass mal was drin ist, weil ich muss jetzt auch auf jeden Fall noch durch die Falle laufen und gucken, ob da alles aufgeladen und repariert ist. So. So, ne? Brauche ich noch mal Äste und Eisen. Und dann schalten wir da oben schon mal ein. Das ist übrigens auch die erste Nacht seit langem ohne Flammenwerfer, ne? So. Dann nehmen wir noch mit. Dann brauchen wir noch Steine. Dann brauchen wir noch Eisen. So. Müssen wir erstmal hier den ganzen Schmodder reparieren. Das läuft. Da hinten laufen sie auch nicht. So, die laufen jetzt alle. Da ist Stillstand. Die Dinger, die sind scheiße schnell kaputt. Das da ist es kaputt. Okay, die Welle beginnt. Wir brauchen Saft auf der Leitung. Bauer. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Okay. So, jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, inwieweit die Falle läuft, ob da alles noch im grünen Bereich ist. Aber naja, gut, was soll's. Wir haben vielleicht zwischendrin mal ein bisschen Luft. Letzter Zeit ist ja immer wieder so eine kleine Hordepause. Und solange da jetzt nichts schießt. Okay, es fängt an zu schießen. Okay. Halt, na, alle kaputt hier. So, jetzt müssten alle laufen. Jetzt hoffe ich, ich komme da noch rüber. Komm ich da nicht noch? Ach, leck mich doch!
vielleicht Feuer einschalten solle. Da vorne. Weil die waren eigentlich für diese Distanz gedacht hier, ne? Kann das sein, dass das Hintere schießt, dass die blöden Zombies jetzt von links kommen? Nee, ne? Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Siehst du, da vorne haben wir wieder dieses Stauproblem mit diesem Scheiß, dieser Scheiß Kabelrolle, ne? Schon die Wand auch steckt. So, jetzt müssen aber auch die Messer gleich loslegen, weil wir haben 1 Uhr. Es müssten ja auch die Fetten gleich kommen, ne? Jetzt seht ihr da, das ist nämlich genau das Problem, was ich anfangs immer mit dem Pendel hatte. Die sind nämlich an diesem scheiß Teil da ohne Hänge geblieben. Und haben dann einfach um sich gekloppt, wie irre, und haben einfach alles. Das heißt, ich muss hier über diese scheiß Kabelrolle echt irgendeinen Weg bauen, dass die da nicht dran hängen bleiben. Okay, eben kommen die Fetten.
Einer ist schon down. Hilfe! Es brennt! Meine Base brennt! Es ist da vorne dieses Fundament weg und jetzt werden diese Kack-Zombies hier wahrscheinlich weiterlaufen. Was mich halt auch immer wieder ärgert, ist, dass die einfach stehen bleiben und werfen. Dass die nicht weiterlaufen. Das stört mich auch so ein klein wenig. Oh gut. Hier sind sie bis jetzt noch nicht groß weitergekommen. Da die Wand zertrümmert, diese Arschgeigen. Ich glaube, die Großen sind weg, ne? Ich will keine Messer mehr schießen. Ich habe bloß noch Kackzombies, die auf Wände kloppen. Die Idee war jetzt nicht so toll. Scheiße. Ja, das ist natürlich auch Kacke, ne? Wenn man am Brenner ist und da reinfällt und alles donnert auf dich ein. Das ist natürlich äußerst ungünstig, ne? Na gut. Okay, da kommt das erste Arschgesicht. Oder rausgependelt. Ich glaube ja, ne? So, der letzte Müll, wo noch hier rumläuft. Ja, genau so soll es sein. Jetzt steht er wieder draußen, der Spinne. Und kloppt es für Wut und auf die Wand. Man könnte aber auch jetzt zum Beispiel, ist gerade so eine Idee. Aber nee, wenn ich jetzt da unten eine Treppe hinbaue, die dann wieder über den Zaun geht, dann kommen die alle von da hinten. Ne? Das wäre uncool. Aber ich glaube, ich mache das jetzt mal anders. Mal gucken, wie es da vorne aussieht. Okay, da stehen immer noch so ein paar Spacken in der Falle rum. Ich habe natürlich jetzt auch nichts zum Reparieren einstecken, ne? Ach, geht doch, nimmer, Mensch. Dann gehen wir halt
geht hier hoch. Oh, Feuer. Wie sieht es eigentlich mit euch aus? Habt ihr noch was drinnen? Ja, die haben sogar noch was drin, aber die schießen nicht, weil sie keinen Strom haben, glaube ich. Haben sie die Wand kaputt gekriegt hier? Ich hänge immer noch da vorne an diesem Scheißding rum. Ne? Ich glaube, das ist alles zu eng. Das ist alles zu eng. Wir müssen da mehr Platz machen. Hier hat er zu viel Platz zum Rumkloppen, ne? Hier. Man kann einfach wahllos auf die Wände schlagen. Dieses blöde Arschloch da. Nee, wir müssen da auch einiges umbauen. Das aber immerhin, das funktioniert. Nee, wir müssen hier noch einiges umbauen. Die bleiben ja da unten zu lange einfach stehen. Ne, und haben jede Menge Zeit. Dieser Feuerarsch da zum Beispiel, der gammelt jetzt hier schon Ewigkeiten rum. Dasselbe ist da vorne, diese Arschgeigen, diese blöden da. Die werden einfach nicht weggemessert. Was ich versuchen kann, ist die jetzt halt hier wegzuholen. Anderes hin hat das jetzt nicht. Nee, das mit einer. Das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, ist das. Nee, das ist ganz, ganz mies. Ganz, ganz mies. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Das macht keinen Sinn. Jetzt stehen diese drei Wichser, Entschuldigung, dass ich es so nennen muss, aber die stehen jetzt wieder da drinnen und kloppen ganz gemütlich auf die Mauer. Eine Falle hinstellen kann ich nicht, wegen diesem scheiß Kabelrolle-Ding da. Und
Warum diese vier Katapulte da unten nicht schießen, das ist mir jetzt aber auch ein Rätsel, ne? Oder hat er eben geschossen? Ich zieh diese Wichser mal weg da. Ne, die bewegen sich nicht. Die bewegen sich nicht. Ne, die bewegen sich keinen Zentimeter. Jetzt müssten sie normalerweise schießen. Die Typen da, die stehen genau da, wo die Dinger hinschießen sollen. Fehlkonstruktion. Allein schon diese Mixer, die regen mich so auf. Ich glaube, ich renne hoch und schalte die Mörser ein. Nee, das muss ich umbauen, das macht so keinen Sinn. Ich glaube, die Idee ist gut, aber... Jetzt komme ich da nicht hoch. Da frage ich mich, wie diese Arschfotzen da jetzt reinkommen. Ne, Freunde, wir beenden das. Das wird kein Sinn. Ich muss das alles umbauen. Diese Scheißer da vorne am Eingang, das regt mich so auf. Das regt mich von Anfang an schon auf, ne? Mit dieser Scheißkabelrolle da vorne. Und die Typen hier, die gehen mal sowas von auf die Eier. Warum jetzt diese blöden Katapulte da vorne nicht schießen? Ich weiß es. Freunde, wir beenden das Ding. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Geduld. Ich muss zum Hundeplatz. Macht's gut, bye bye und ciao.